Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Und damit ho zu einem neuen Part von Switch Go Vacation! Und yo, wir starten wieder mal und machen Orienteering in diesem Part. Schauen wir mal, wir nehmen ja wieder einen Hund mit, der gehört ein bisschen dazu auch. Wir können wieder neue Hunde machen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr bestimmte neue Hunde wollt. Oder machen wir einfach mal einen neuen Hund. Die Leute, die wir immer haben. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, oder schreibt mir in die Kommentare, welchen Hund ich als nächstes machen soll. Welche Rasse. Also Rasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oder 18. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen wir jetzt nächstes Mal machen sollen. Also nicht im nächsten Part, aber in der nächsten Session, die ich eben aufnehme. Wir husten heute mit. Und dann gehen wir mal, starten wir mal? Schauen wir mal, okay. Nice, ich habe jetzt ein bisschen was geändert. Ich hoffe, das Bild ist jetzt ein bisschen schärfer. Könnt ihr mal schreiben, ob es jetzt besser ist? Oder ob ihr sagt, nö, ich sehe keinen Unterschied immer noch so. Wäre cool zu wissen. Ich habe jetzt ein bisschen was geändert. Ich hoffe, das passt jetzt so. Und wir schauen mal, ob wir was Orientierungstechnisches im Stadtresort hinkriegen. Oder ob wir da was bekommen haben oder eher nicht. So, da kannst du Einkaufszentrum mal kennst. Mario, komm, Stadtresort. Neues Orientierung, hier kommen die Infos. Ja, Powersteiger, sehr schön. Ballons, drei Orden spezielle Ballons. Oh, okay, und dann noch Rollenkleider nach ganz nach oben fahren. Okay, dann sieht's aus. Wenn du ein Orientierung abschließt, erhältst du viele Punkte. Das wird bestimmt Spaß machen. Muss kurz überlegen. Im Stadtresort gibt es auch goldene Ballons. Schau, ich muss mir kurz meine Joy-Cons rausnehmen. Joy-Cons und jetzt let's go. So, als allererstes würde ich sagen, mach mir eine Powerschläge aber. Und dann schauen wir mal weiter. Er schmelzt den Powerschläge, der ist da beim Kawaii Park. Und dann können wir den Slime machen und auch die schönen Luftballons, die speziellen Luftballons. Ich weiß gar nicht genau, wo die alle sind. Wir schauen aber einfach mal, dass wir die hinkriegen. Ein paar Spots weiß ich. So, die Powerschläge ist da. Ei! Oh, guck mal, ein Hund kommt da sonst wo angedüst. Papa gehört auch zu meinen Anhängern, haha, kein Grund, schüchtern zu sein, ich ziehe Bewunderer magisch an. Wenn du lernen willst, so perfekte Boxhiebe zu landen wie ich, musst du mit dem Powerboxer spielen, so. Hier trainierst du deinen Körper und hast noch Spaß dabei, cool, oder? Tapp mit aller Kraft zu und schüttle den ganzen Stress des Tages ab, los, zeig mir deine Hiebe. Manche Leute, manche Typen oder so sagen, zeig mir deine Liebe, er möchte Hiebe. Okay, kann machen. Wir sehen von hier aus zu Houston. Houston, wie auch immer. Das ist so blöd, weil Houston ist ja falsch und Husten hört sich an wie Husten. Deswegen ist es so, I don't know. So. Habe ich geschaut, welches Level wir machen sollen. Egal, wir machen jetzt einfach mal alle drei, würde ich sagen. Und schauen, irgendwo werden wir es ja kriegen. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Okay, war nicht perfekt. 1000 können es gehen. Ja. Hätte aber noch besser sein können. Schwergewicht, immerhin. Immer auch nicht schlecht. So, nochmal, next round, Runde 2. Aber auch nicht so ganz gut. Aber könnte ein bisschen besser sein. Nee, sogar schlechter, okay. Aber mein Rekord mit 1485 ist, glaube ich, nicht mehr, dass ich niemals schlagen werde. So, let's go. Ihr müsst R drücken. So, ah, der war wieder zu früh. Hätte ich ein bisschen warten können. Aber war besser, oder? Nein, war mittendrin. Okay. Passt. Geschärft. Ich weiß gar nicht, welche Stufe wir jetzt machen sollen. Ich vergesse es mal, mir so anzuschauen. Haben wir jetzt den Orientierung geschafft schon? Nee, noch nicht. Machen wir mal die zweite Stufe. Eine von den dreien wird es ja sein. Machen wir jetzt zwei. Dann noch schon Stufe 3. Ist ja auch nicht so schlimm. Können wir alles in einem Part machen hier. Irgendwann weiß ich eh nochmal. So. Das war sehr gut. Der könnte ein Rekord werden. Oh, nice. Rekord in Stufe 2. Sehr schön. Achso, jede Stufe hat quasi da einen anderen Highscore quasi. Ah, der war sehr schlecht. Also der ist gerade mal 1000, wenn überhaupt. Ja, dachte ich mir schon. Das war nicht so stark. Mittlere Runde. Und vielleicht ist auch, dass ich die zum Runterfallen bringen muss. Das hatte ich ja schon mal als Orienteering.
Pusch. Könnte auch sein, dass es sein muss. Gut, ich hätte lesen sollen, was es ist. Aber wir haben jetzt wieder 14,85. Ich glaube, das ist der höchste Score, den man schaffen kann. Beim anderen, in der Stufe 1, habe ich auch 14,85. Ich glaube, da kann man gar nicht besser sein, oder? Weiß ich nicht. Muss ich mal überlegen. Ich glaube nicht, tatsächlich. Oder machen wir jetzt nochmal Stufe 3? 3 hier noch. Wenn das nicht klappt, dann keine Ahnung was. So. Okay. Mit 1,3 irgendwas. 1,2. Zu Schwergewicht nur. Na gut, wir müssen ein bisschen genauer treffen. Ein bisschen schwierig, weil es so schnell geht. Der war sehr schön. Der war sehr, sehr gut. Der war fantastisch. War kein Highscore, aber dennoch sehr gut. Fällt es auch noch runter. 14,08. Letzte Runde noch. Auch gut, auch sehr, sehr gut. Aber vielleicht nicht ganz so stark, oder? War sogar ein bisschen besser. 14, 14. Ja, nice. Kann man machen. Jetzt sollte ich es aber geschafft haben, das Orientierung. Hoffe ich doch, dass ich jetzt nochmal raus muss und überlegen muss, was habe ich echt machen müssen? Schau mal. Halt, zählt es jetzt als geschafft? Nö. What? What? Okay, wir schauen mal kurz, was unser Ziel überhaupt war. Wir haben auf jeden Fall ein paar Highscores aufgestellt, was ja an sich nicht schlecht ist. Aber irgendwie. Was hätten wir machen sollen? Hatten wir Power Box oder Power Schläger? Wahrscheinlich haben wir jetzt am Schluss wieder Power Schläger und ich habe hier die falsche Aktivität gemacht. Man kennt mich. Wir schauen aber mal. Die fangen auch alle mit Power an. Wow, der Schläger war nicht nur stark, sondern auch präzise. Das ist ein Bogen raus, wie viel die Worte, das war super, Mari. So, dann schauen wir mal kurz. Wir hätten machen sollen. Wahrscheinlich bin ich jetzt beim Power Schläger und ich bin einfach nur extrem lost. So, Rekorde. Tatsächlich ist es Powerschläger. Egal, Powerbox mache ich gerne. So ist nicht. Oh Mann, oh. Bin verplant. Aber egal, ein bisschen extra Sachen machen ist ja auch nicht schlecht. Mein Ball ist so gut wie nicht geflogen. Vielleicht war mein Schlag nicht gut oder liegt am Timing. Wie? Du willst auch mal verschlagen? Bei Powerschläger musst du einen Ball schlagen, der aus einer Maschine gesteuert wird. Und damit musst du wirklich viele Scherben zerstören. Jetzt kennst du die Regeln und kannst losgehen. Ich schaue zu, es gibt dein Bestes. Zuschauer, Houston, Vorsicht, dass der Ball nicht verfehlt. Ich gehe nochmal kurz raus und schaue, was ich jetzt genau machen muss. Ich glaube, alle, okay, einmal alle zerschmettern. Gepasst, okay, dann können wir das skippen jetzt. Haben wir gerade vorgelesen. Einmal alle 20. Okay, schaffe ich. Schaffe ich, schaffe ich. Aber manche wiederholen sich jetzt diese Orientierungssachen ziemlich stark, finde ich. So, machen wir Stufe 1. Das ist Yo, let's go. Go, ready. Und sonst so? Okay. Nicht den Moment schlagen. Der war nicht gut. Nee. Hat nur dieses Bing-Geräusch, wenn man alle trifft. Cool. Lauter machen, damit ich es besser höre. Ah, der war zu spät. Minimal zu spät. Aber welches trifft man hier den Ball? Im Gegensatz zu Wii Sports, da triff ich ja nie den Ball. Da bin ich richtig schlecht. Der war auch zu spät. Ein bisschen früher. Wovon müssen wir nochmal machen? Haben wir noch ein paar. Gott, der war ja richtig schlecht. Ich würde sagen, wir machen gleich komplett nochmal neu. Wenn nicht, dass das letzte dann auch noch daneben geht. So, let's go. Ja, sie juckt. Nicht, dass der Ball noch drauf liegt. So. Ja, viel zu früh. Aber was ich ein bisschen schade finde, das ist nicht so wie bei Wii Sports, da steht zu früh, zu spät und so weiter. Also ich sehe es ja, aber dennoch fände ich das gar nicht schlecht. Ah, nur 11. Wie sehen wir heute nicht die besten Powerschläger? Dafür haben wir gute Powerboxer. Das muss man sagen. Man kann nicht alles können, aber schauen wir mal. Oh, 18 Stück. Fast alle. Geht der Ball. Probieren wir es jetzt nochmal. Okay. Ja, das war das Bio-Bio-Bio-Geräusch und das heißt, wir haben alle. Nice. Wir haben es geschafft. Perfekt. Fantastisch. Glücksball. Oh, es kommt noch ein Glücksball hinterher. Aber wir sind echt nicht so gut, wenn wir schauen. Wir haben mal einen Score von 104 gehabt.
Und den versauen wir auch noch. Wir haben das Wasser geschafft, also ist nicht. Und wir haben auch das Orienteering, die Aufgabe geschafft. Nach 10 Minuten. Wow, einfach nur wow. Und wir haben alle Scheiben zerschmettert und sind Level 79, so muss es sein. Oh Mann. Ich schaff's auch einfach Parts, die ich einfach hätte in 5 Minuten rauszurotzen. Hätte ich, brauche ich jetzt einfach ewig, weil ich einfach zu blöd bin, die falsche Aktivität mache. Aber egal, ich hoffe, euch macht's nichts aus, wenn die Parts jetzt, der Part ein bisschen länger ist. Also, wir ziehen das Orienteering trotzdem mit einem Part jetzt durch. Wäre ja blöd, dass ich mehrere Parts mache. So. Sehr schön, du warst gut. Achte beim Schlagen auf das Timing. Wenn du das nicht gut hinkriegst, stellst sicher bald einen Rekord auf. Also, wenn du es hinkriegst, ja, ganz sicher. Ja, gut, ich habe jetzt keinen Rekord aufgestellt, aber ich glaube, es sollte jetzt auch kein Problem sein. Wir machen das zweite Dings. Also, wir hatten jetzt erstmal die Rekorde. Hatten wir einmal hier Leistung, Powerschläger, zum Beispiel an den Scheiben. Dann jetzt hier Leistung, Ballons. Lass an drei Orten Spezialressorts platzen und Erkundung statt Resort schaffe es beim Rollenkletter ganz oben. Und diese Erkundung statt Resort machen wir jetzt einfach mal. Oh. Mal schön zum guten Rollenkletter nach oben. Ich mache es am liebsten über die Rakete. Man kann es auch von der anderen Seite aus machen, glaube ich. Müsste gehen, ja. Wenn man da einmal hier da geradeaus bei diesem Haus hochfährt. Aber ich mache es gerne mit der Rakete, weil ich die gerne mag. Upsala, jetzt habe ich den Eingang verpasst. Der ist hier. Oder nehmen wir auch einer gewesen. Ist ja egal. So. Weiß nicht, ob hier irgendwo auch Spezialluftballons sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier rüber sliden. Mal kurz runter. Man hätte auch hier hinten hoch können. Über den hier. Aber gut. Fahr gerne hier rüber. Und jetzt fahren wir rüber. Und dann sind wir auch auf dem Rollenkletter schon drauf. Nicht so wild. Ich stelle mir gerade vor, wenn die Vögel zu langsam wären. Und ich überfahren würde, ziemlich brutal. Ich weiß nicht, wann das jetzt zählt. Ich wahrscheinlich, wenn ich ganz oben bin. Ich springen und dann nochmal von neu starten. Ne, das startet nicht von neu. Weiß nicht, ab welchem Punkt das jetzt zählt. Hier, okay. So, jetzt sind wir ganz. Hier gibt es, glaube ich, keine. Okay, hier gibt es keine goldene Melange. Okay, macht nichts. Wir gehen jetzt einfach hier nach unten und sammeln uns in einen Ballon. Ich weiß nämlich einen hier im Resort auch. So. Noch. Wird das nicht, schaffen wir nicht. Wischt. So, dann fahren wir da geradeaus weiter. Vielleicht auf das Teil drauf und nicht daneben. Dann Profi-Move. So. Ein goldener müsste da oben sein, bei der einen tollen Darbietung. So, dann müssen wir noch ein bisschen weiterfahren. Oh, das war knapp. Ja, schlecht knapp. So, weiter noch. Der nächste Straße links dann. So, schnell über die Giant's Hill Street. So, dann da vorne. Nach oben. Genau, hier war das. Dann, ich glaube, da war ein Goldener. Wenn wir da durch diesen Radiomasten oder was auch Funkmasten, was immer das ist, fahren, glaube ich, ein Goldener sein. Ne, da ist gar keiner. Ist gar keiner. Oh, shit. Wie denn dann? Ich dachte, da wäre immer einer gewesen. Wir schauen uns mal um, ob wir hier überhaupt einen finden. Ich dachte, da wäre einer gewesen da oben. Ist gar keiner. Ja, gut. Dann weiß ich tatsächlich auswendig jetzt keinen im Stadtresort. Das ist auch ein bisschen blöd. Aber ich weiß, welche im Bergresort. Drei Stück. Ich glaube, hier gibt es oben noch einen im Lavacanza Einkaufszentrum. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Da oben irgendwo. Wo genau, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ist da nicht da beim Brunnen einer? Oder auf dem Brunnen vielleicht? Nein. Ist auch nirgends so einer. Ganz viele normale Ballons, aber jetzt keine goldenen. Schwierig, schwierig. Müsste ich auch mal irgendwie recherchieren, wo die ganzen Goldballons sind und da vielleicht auch ein Video zu machen. Aber ich weiß es tatsächlich absolut nicht. Muss ich mich erstmal umschauen, wie viele Goldballons es überhaupt gibt. Sind hier irgendwo Goldballons? Ich glaube, da bei der einen Schatztruhe könnten welche sein. Problem ist halt, ich weiß sie nicht auswendig. Das heißt, ich muss ein bisschen raten, ob es was bringt und ob ich gut raten kann.
Fahren wir mal rüber. Checken da mal ab, ob das hinhaut. Darunter, genau, whoop. Drüben sind keine. Wo geht's denn noch oben hin? So. Dann checken wir mal ab hier rauf und dann. Jo, jo, jo. Wenn ihr irgendwelche Goldballon-Spots wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, also bis auf die, die ich jetzt finde. Ist da drüben kein Gold? Kein Gold, sondern sein. So. Bei einem recht hohen Punkt hier. Den. Auf dem UFOs könnte natürlich auch noch einer sein. Weiß ich aber nicht. Hier ist nie keiner anscheinend. Ha, ungut. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bergresort, weil da wüsste ich einen auswendig. Gehen wir da mal hin. Und dann schauen wir mal, ob wir den, ob der überhaupt spawnt. Weil manchmal spawnen die auch gar nicht. Alles ein bisschen schwierig macht. Aber wo sind die anderen? Ich glaube, ist oben auf der Ding einer? Auf der Burg? Schwierig jetzt. Ich habe nicht so viel Ahnung von diesen Ballons. Das trifft mich jetzt einen ziemlich wunden Punkt hier. So, schauen wir mal. Genau, die goldenen Ballons brauche ich. So. Dann. Gehen wir mal ein Pferd, das passt dann schon. Da oben war nämlich immer einer. So, so, so. Diesen Holzdinger da geradeaus. Geradeaus. Dann auf der rechten Seite. Schauen wir mal, ob der jetzt wieder spawnt. Hoffentlich. Rechts war einer oben. Spawnt aber diesmal nicht. Spawnt nicht? Hier war einer oben. Ich glaube, die spawnen auch so ein bisschen random. Vielleicht nur zu Tageszeiten? Das weiß ich nicht. Könnte ich aber ausprobieren vielleicht. Wo soll ich denn sonst so schnell jetzt einen finden? Fraglich. Sind denn hier Goldballons? Eventuell in der Tromie, nicht Tromie, wie heißen die, in dieser einen Ruine da oben. Da könnte einer sein. Wieder innen dort selbst oder hier irgendwo. So drehe ich um. Hier da drinnen. Da jetzt drei Stück zu finden, könnte echt eine ewige Geschichte werden. Schauen wir mal fix. So, so. Nö. Puh. Schwierig, schwierig. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich diesen Part abbrechen. Also ich lade natürlich hoch und so weiter. Aber ich muss echt überlegen, wo hier was sein könnte. Wir gehen jetzt nochmal in die Ruinen selbst. Drüber bitte. Kommst du also nicht drüber? Och Mensch. So. Hier rüberspringen, oder? Ja, so ist es. So, dann da mal rein. Da könnte auch einer sein bei einem Sprung. Auch Kondore. War immer einer. Aber irgendwie, die spawnen doch irgendwann nochmal neu, oder? Wundert mich gerade ein bisschen. Weil wie soll man die denn sammeln, wenn die nicht mehr neu spawnen? Hatte ich sie ja schon mal. So, wo können wir? Schwierig, schwierig. So viele Ballons. Weil das sind alles keine goldenen. Auf der Spitze eventuell. Weil das sind überall Schatztruhen-Spots. Ich weiß ja nicht, welche Schatztruhen-Spots welche sind. Hier, das ist ein normaler, der auf der auf
Range. Ah, nicht so gut. Wo sind denn hier noch welche? Hier drin safe auch nicht, oder? Nein. Ist schwierig. Kannst mir echt nur vorstellen, dass es dann an der Tageszeit abhängt. Sonst könnte ich mir absolut nicht vorstellen, woran es sonst liegen soll, dass hier keine sind. Vielleicht sind die auch nur in der zweiten Tageszeit da. Ja? Wir reiten jetzt mal zur Burg und schauen, ob da was ist. Wenn da nichts ist, dann gehen wir nochmal ins Bergresort bei Nacht oder bei Morgen. Ja, bitte nicht runterfallen. So. Und wenn ich da wieder nichts finde, dann bin ich ein bisschen verwirrt. Dann müssen wir ja für heute leider auch Schluss machen. Das ist ja voll blöd. Stehen. Was sehe ich jetzt hier natürlich nicht. Und gut, dann schauen wir mal, ob wir es schaffen. Kurz schnell hier rauf auf die Burg. Nicht so geübt, aber erstmal. Okay, so viel dazu. Aber wir sind auf dem Pferd, deswegen alles entspannt. Das heißt, wir werden zurückgesetzt. Wir meist im Pferd. Wenn wir nicht im Pferd das machen, dann fallen wir nach unten und müssen wieder hochlaufen. Das dauert ewig, deswegen meine ich das mit dem Pferd hier. Spring doch! Wieso springt denn mal das Pferd nicht? Das ist richtig blöd, die Steuerung. Okay, ich mache jetzt mal die andere Steuerung. Die. Dann. Ich spring aber mit Z, okay. Spring doch. Pferd ist aber auch sehr. Halt keine Dusche. Ja, bitte nochmal. Dass man Joy-Con-Shift anfängt, weil irgendwie macht er mir manchmal ein bisschen Faxen hier. Gehst du hin? Weil ich will mal kurz eine Sache checken. Ist mein Joy-Con-Shift wieder da? Das wäre nicht schön. Einstellung. Schauen wir mal kurz, ob der wieder am Start ist. Das wäre schrecklich. Oder wie platzieren. Ja. Doch ein bisschen, doch, er scheint wieder da zu sein. Ja, doch. Immer so stark, aber schaut, er ist wieder da. Ist natürlich ungut. Muss ich vielleicht nochmal, ja. Wahrscheinlich nochmal tätig werden. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann schaut auf meinem Kanal, da gibt es ein Video, wie ich den auf jeden Fall ein bisschen verbessert habe, dass es nicht mehr so driftet. Aber ein bisschen, schau, ein bisschen ist echt nicht stark, aber ein bisschen ist am Driften. Das ist natürlich nicht gut, aber gut, das kümmere mich dann nach der Folge hier drum. Ist nicht so wild, denke ich. Falls ihr wieder ins Wasser. Aber ich weiß tatsächlich nichts. Da hinten könnte noch ein Goldener sein. Ist aber keiner. Schwierig, schwierig. Wir machen es jetzt mal anders. Das Pferd. Wie wir riskieren es jetzt mal, okay? Wir schauen erstmal, da ist da ein Goldener irgendwo. Glaube nicht, ne. Dann probiere ich es einfach mal so. Ohne Pferd. Es ist sehr risky, wenn ich runterfalle. Bin ich halt echt selbst schuld. Aber wir probieren es trotzdem ohne Pferd. Gut geklappt. Wir sind nicht ganz unten. Oder doch? Ja, doch, wir kommen ja nicht mehr rüber. Gut, ist denn auf der Spitze. Was sehen wir hier? Irgendwie was? Goldner? Nicht so aus, ne. Schaut nicht so aus. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt. Oh, nee, nee, schon im Bergresort. Probieren wir es jetzt einfach mal bei morgen. Und fahren dann mit dem Auto mal dahin. Es soll auch Geheimballons geben. Ja, aber es kommen die nie wieder vor? Das verstehe ich nicht ganz. Ich hoffe, das laggt nicht so sehr hier. Ah, ja. Drei Orten, aber das ist ja mitten am Spawn. Da ist noch keine, oder? Mitten am Spawn. Wenn irgendwelche Lags gibt oder so, dann schreibt es auch in die Kommentare. Dann schaue ich, dass ich das zum nächsten Mal fixe. So. Ich will ins Auto nehmen. Schauen wir mal, ob wir da was finden.
Ich weiß es nicht, irgendwie verwundert mich das, weil irgendwie habe ich sonst, immer wenn ich sie nicht finden möchte, finde ich so Goldballons, und wenn ich mal wirklich auf der Suche danach bin, denke mir so, what, wo sind die jetzt hin? Keine Goldballons. War doch immer Goldballons oben. Ich weiß ja nicht, in welchem Abstand die immer spawnen. Oder ob die einfach sind, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Gut, wie machen wir es am besten jetzt? Wie machen wir das jetzt? Schwierig, schwierig. Aber trotzdem noch kurz hochschauen, aber ich glaube, da ist nichts. Das hätten wir gesehen. Wir schaffen auch gar nicht ohne Pferd, oder doch? Schaffen wir. Weil ich glaube, da hinten ist nichts. Normalerweise sind da welche oben. Sehen wir eigentlich gerade Jesse, ich glaube nicht, oder? Gar nicht da. Soll ich mein Joy-Con Drift ja ein bisschen in den Griff kriegen? Krass, dass sie wieder da ist. Hat jetzt, keine Ahnung, einen Monat oder so gehalten. Aber jetzt ist sie inzwischen wieder da, das ist nicht schön. Gut, dann würde ich sagen, auch wenn wir das jetzt nicht geschafft haben, jedes dritte, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr welche Spots kennt oder wisst, wie oft die wieder spawnen. Da bin ich ein bisschen überfragt. Und ja, da würde ich sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter mit was anderem. Und ich sage trotzdem danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Schließ dich um. Das drückt. Ja. Euer Flieger Flieg. Tschüss.